Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda 1 im Dungeon des Todes, im Todesberg. Dam, dam, dam. Ja, Sailor Cat ist auch wieder mit dabei. Hallo. Nachdem wir jetzt zwei Wochenenden Pause gemacht haben, weil ich die irgendwie mit Livestreams verdaddelt habe, weiß auch nicht, wie das passiert ist. Und ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin, aber ich habe auch gesehen, ich habe nur noch zwei Herzen, also wird es eh nicht lange dauern. Nee, Trank haben wir auch nicht mehr. So, aber gut, dass du es erwähnst. Ich mache mir mal eben die Karte auf, damit ich eine Chance habe, zu gucken, wo ich bin. Ja, ich mogel ein bisschen, ich habe auf dem zweiten Bildschirm jetzt die Karte. Der Dungeon ist auch so komplex genug. Ja, ich denke mal, das passt schon. Dann bist du halt ein bisschen schneller durch und jetzt nicht irgendwie 30 Parts, wie du vorhin schon sagtest. Ja, könnte passieren. Oh, ja, ich denke mal, die Zuschauer werden es dir verzeihen. Fledermäuse, vor allem, weil die Karte mir halt wirklich wenig hilft, weil ich zwar... Zubat. Zubat, ja, nennen wir sie Zubat. Und die hier sind, wie nochmal? UFOs. Ach ja, UFO. Eine Fee! Oh. Komm her, Fee. Vielleicht lebe ich doch noch ein bisschen länger, Herzen. Hey. Krass. Der Raum sieht irgendwie nicht nett aus. Ich glaube, der war auch nicht nett. Ach so. Hier war der August, der mir erzählt, dass Patra die Map hat. Richtig. Ich glaube, dann bin ich vorhin falsch gegangen, kann das sein? Ich war wahrscheinlich in dem Durchgang, hätte ich wahrscheinlich in die andere Richtung gewollt. Ich habe keinen Plan mehr. Ich auch nicht, aber wenn ich in einen Gang gehe und in der einen Richtung komme ich zu etwas, wo ich schon war, dann wollte ich wahrscheinlich in die andere Richtung gehen. Das macht Sinn. Ja, ne? With Robes. Und hier war ich noch nie. Okay, das sieht also schon mal richtig aus. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr schlimmer findet. With Robes oder Blauer Ritter? Und das war's. Oh. Ah, gut, das war ja zu erwarten. Ja gut, das stimmt. So, wir gehen erstmal wieder raus. Ich glaube, hier ganz in der Nähe konnte man irgendwo Tränke kaufen. Oder war es sogar direkt hier nebenan? Ja, es war direkt nebenan. Das ist doch schön. So human war das Spiel dann doch. So, den einen Trank schlucke ich direkt. Und kaufe ihn direkt neu. Es lädt. Ja, stimmt. Also kann man da quasi nicht zwei Tränke tragen oder wie oder was? Nee, also es ist ja so, man kann einen roten Trank haben, den kann man zweimal benutzen, oder einen blauen. Und wenn man den roten benutzt hat, wird er zum blauen. Und wenn man einen blauen hat und man kauft noch einen blauen, dann wird es halt, also es sind quasi zwei Tränke. Ja, aber warum hast du dann nicht, achso, du konntest nicht direkt zwei kaufen, okay. Nee, ich wollte halt direkt mich voll heilen mit dem einen und deswegen habe ich einen sofort getrunken. Okay. Ist es normal, dass ich jetzt keine Musik vom Spiel mehr höre? Eigentlich nicht. Hörst du denn noch den Sound oder nur keine Musik mehr? Kein Sound mehr, aber ist auch egal. Ich höre ja dich. Und ich sehe ja das Spiel noch. Oh ja, doch, ist gleich, jetzt höre ich es wieder. Ich habe ihn sehr leise eingestellt, weil er ist ja eh nicht so beeindruckend. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich will zu einem ganz bestimmten Raum, der mir das Spiel wesentlich leichter macht. Wie komme ich da hin? Dafür muss ich... Ja... Könnt ihr jetzt nicht sehen, was ich hier mache? Das ist ein bisschen doof. Ich seh bei den Items wieder das Croissant. Welches denn? Das blaue oder das rote? Das rote, das sieht noch mehr aus wie ein Croissant. Das denken aber wirklich viele, dass das wie ein Croissant aussieht. Ja. So, da ist der Eingang. Ich gehe hier nach oben, dann in dem Raum nach... Nee, das ist auch falsch.
Verdammt, wo muss ich hin? Ah, ich muss zum Durchgang B und der ist vom Eingang aus. Wo komme ich zum Durchgang B? Oh, ist das kompliziert. Hilfe! Ich kann dir leider gerade nicht helfen. Nee, keiner kann mir helfen. Nur Gott allein kann mir helfen. Wenn ich da lang gehe und dann da hoch, komme ich zum Durchgang A. Und mit Durchgang A lande ich wo? Wow. Ich weiß, ich war während des Spiels schon mal in der Nähe von da, wo ich hin will. Aber da sind wir jetzt nicht. Nee, das ist ja das Elend. Okay, ich hab keinen Plan. Ich laufe einfach drauf los und wenn ich irgendwie in die Nähe von dem komme, dann gucke ich nochmal. Mach das. Sonst dauert das hier viel zu lange. So, vorbei an den Withropes. Niemand mag Withropes. Hey, noch mehr Withropes. Ah! Rip-Schild. Ich nenne das weiße Pusteblumen. Die Bubbles? Ja. Hast du es gesehen? Mein Schild ist weg. Ja. Das senkt meine Überlebenschancen noch viel mehr. Doofe Pfannkuchenquallen. Doofe Pfannkuchenquallen. Yes. What the? Okay, es sind wenigstens nur die roten Withropes. Die sind ja nicht so schlimm. Oh, 5 Rubine. Habe ich mir auch echt verdient. Ansonsten ist der Raum komplett kalter. Na, herrlich. Ja, sehr schön. Aber von hier nach Süden komme ich zum Durchgang A. Und wo ich dann lande, das wird... Oh, ich muss erst die Viecher erledigen. Oh nein, ich wollte doch die Fee einsammeln. Oh, tragisch. Ja, ich muss gerade mal wieder mit dem Analog Stick lenken, statt mit dem Steuerkreuz. Warum eigentlich? Ich hätte ja mein gutes Gamepad anschließen können. Okay, ich glaube, jetzt bin ich in der Nähe von da, wo ich sein will. Ich überprüfe das nochmal. Ach, da ist Durchgang A, okay. Und wenn ich jetzt nach ganz rechts gehe, bis ich nicht mehr weiter kann... Ja, ich komme dahin. Ich komme dahin, wo ich hin will. Also wenn ich lebend ankomme. Aber glaub mir ja nicht, dass da der Boss ist oder sowas. Da ist nur ein Item, das ich gern hätte. Also ja, der Dungeon ist damit noch lange nicht erledigt. Das dachte ich mir schon. Man kann ja noch nicht mal annähernd erkennen, was die, welche Form der Dungeon hat, oder? Kannst du auf der Karte schon was erkennen? Nope. Weißt du, ja stimmt, das sollte ja dieser Totenschädel sein, oder? Es wird am Ende ein Totenschädel sein, genau. Ja, wenn man es weiß, dann kann man es vielleicht ein bisschen erahnen. So, wenn ich von hier muss ich nach Süden. Und hier kann ich aufsprengen. Ui, das sind auch interessante Viecher. Das sind quasi die kleinen Schleime. Also wenn man die großen Schleime haut und man hat eine Waffe, die nicht stark genug ist, dann werden die nicht tot, sondern dann werden die erst zu zwei kleinen Schleimen. Okay. So, und hier ist Patra. Und wir wissen ja, Patra has the map. Na gut. Aber vorher bringt sie mich um. Wird dir jetzt nicht mehr ganz so leicht fallen. Ich hoffe, die Patra gibt es ja hier auch öfter mal, aber hier hat sie wirklich die Karte. Sehr gut. Das ist doch schön. So, das ist der ganze Dungeon. Ja, gut. Der ist groß. Ja, ich hab's ja schon mal gesagt, er ist halb so groß wie die Oberweltkarte. Mhm. Okay, Trank nehmen, um Himmels Willen Trank nehmen. Ja,
Slash. Oh, guckt ihr die Gegner an. Whistropes, Bubbles und... Like-Likes. Ne, wie sind das so Pfannkuchenquallen? Ja. Pusteblumen, Pfannkuchenquallen und für die Whistropes habe ich keinen Namen. Todesser. Dementoren. Dementoren finde ich super. Stimmt, das passt. Zerstören meine Hoffnungen. Und jetzt muss ich hier in diesem Raum auch noch alle umbringen, ne? Und die Bubbles und Hilfe. Nein, guck dir das an, ich hatte vorhin volles Leben. Das ist wirklich tragisch. So, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Die Bubbles machen ja keinen Schaden. Und hier gibt's Zubat. Aber hier gibt's den roten Ring. Und der, ist der macht was? Der ist wirklich lieb. Der sorgt dafür, wir hatten ja schon den blauen Ring ganz am Anfang gefunden, damit wir nur noch halb so viel Schaden nahmen. Und mit dem nehmen wir nochmal nur noch die Hälfte Schaden. Das ist doch schön. Das ist absolut überlebenswichtig in dieser Hölle. Ich tendiere gerade dazu, mich tatsächlich umbringen zu lassen, um nochmal rauszurennen und mir einen Trank zu kaufen. Ist ja schon passiert. Ja, das war jetzt Absicht. Ach so. Oder sagen wir, es war billigend in Kauf genommen. Hölle, Hölle, Hölle. Was sagt eigentlich die Uhr? Bringen mich gerade die Gegner draußen um, weil ich nicht nachgucke? Wahrscheinlich. Okay, nach der Uhr haben wir noch ein bisschen Zeit für diesen Part. Ich bin zuversichtlich, dass wir im nächsten Part durchkommen. Also, eventuell. Vielleicht. Ganz, ganz vielleicht. Wieso sehen meine Pfeile so komisch aus? Ich habe doch die Silberpfeile noch nicht gefunden, oder? Weiß ich nicht. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Nee, dann wären sie ja auch silbern und nicht rot. Es lädt. So, wenn wir nochmal Tränke kaufen müssen, dann wird es mit dem Geld aber eng. Na gut. Komisch. Nein, es sind nicht Silberpfeile. Dann hätten die mehr Schaden gemacht. Okay. Oder war das in diesem Spiel überhaupt noch schon so, dass die da mehr Schaden machten? Ich weiß es nicht. So, wir müssen ins linke Auge, wie man sieht. Da ist Zelda. Das heißt, der Raum, den wir ansteuern müssen, ist der Raum südlich vom linken Auge. Da ist dann nämlich Ganon. Aber vorher müssen wir die Silberpfeile finden. Weil sonst sehen wir gegen Ganon leider kein Land. Und dazu rufe ich mir jetzt nochmal die große Karte auf. Wo sind denn prinzipiell die Silberpfeile? Das wäre ja schon mal gut zu wissen. Die sind... Silberpfeile, Silberpfeile, Silberpfeile. Wenn ich Silberpfeile wäre, wo wäre ich dann? Ach, da ganz... Okay. Da waren wir zumindest schon mal in der Nähe von... Ja, da waren wir schon mal in der Nähe von. Hier, dieser eine einsame Punkt, den du da siehst, das ist ganz in der Nähe der Silberpfeile. Da will ich nochmal hin. Was, wo ein einsamer Punkt? Auf der Karte hier. Dieser eine einzelne Raum, der aufgedeckt ist. Sehe ich nicht. Ja, hier. Ach, da. Okay. Da will ich nochmal hin. Da, wo ich vorhin schon mal war und dann gestorben bin. Wie bist du denn da hingekommen, wenn das so weit weg ist von den anderen? Ja, durch so eine Treppe. Ach so. Nur, welche war das? Immerhin kriegen wir Bomben. Das ist doch schön. Wer sich erinnert, das war auch schon mal ein Problem. Ja, ich erinnere mich. Okay, ich bin jetzt südlich des rechten Auges. Ich glaube, im rechten Auge war was versteckt. Aber von dieser Seite komme ich nicht dran. Okay. Oh, der rote Ring ist Gold wert.
So, hier war ich ja vorhin auch schon. Das Schöne ist, wenn man natürlich den Schild schon verloren hat, hat man viel weniger Angst vor den Like-Likes. Ja, gut. Link hat aber auf dem Sprite immer noch ein Schild. Ja, den kleinen Schild hat er immer. Mit dem kann man auch, also mit dem kleinen Schild kann man nur Pfeile und Speere und sowas abwehren, aber keine Feuerbälle. Oder die Strahlen von den Whisperopes, die kann der kleine Schild auch nicht abwehren. Okay. Wie nennst du diese Gegner? Katzen. Katzen? Sieht ein bisschen aus wie Katzenköpfe, so die obere Hälfte von dem Kopf. Guck mal, ich glaube, das sind kleine Flügelchen, die da hinten haben. Ich glaube, das kann so sein, für mich sieht das aus wie Katzen. Ich glaube, es sollen so Teufelchen sein, so. Ich sehe in allem Katzen, was wundert dich das denn? Ja, ich dachte, du siehst Katzen nur in Dingen, die nett sind. Ja, gut. So, hier ist eine verschlossene Tür, das heißt, dass wir da noch nie waren. Ob es was bringt? Who knows? Hier hat Bubbles und Like-Likes. Das ist also schon mal ein Arschlochraum. Mhm. Was sind die zwei Punkte da? Die zwei Punkte sind ein Po-Ring, der nicht zu sehen ist, weil er eh schwarz ist. Ach so. Ein UFO. Ein UFO, genau. Es soll ja ein Schleim sein, ne? Für mich ist es ein UFO. Naja, es gibt creepigere UFOs, aber gut. Oh, noch mehr. Wie heißen sie denn? Moldorms. Hey. Wenn wir jetzt nach Süden bomben könnten, wäre das Spiel vorbei. Da bin ich jetzt, wenn ich hier nach links... Oh, nach links kann ich bomben. Und da ist eine Patra. Aber warte mal. Ich bin hier grundsätzlich nicht weit weg von den Silberpfeilen, aber ich komme trotzdem nicht hin, weil es gibt keinen direkten Weg dahin. Schade. Und wie kommt man dann dahin? Ja, über diese Treppe, die ich nicht finde. So. Was schaffst du schon? Ich glaube an dich. Es hat zum Glück noch keiner geschrieben, dass er gerne sehen möchte, wie ich die verdammte Second Quest, in der ich überhaupt keine Tricks und Geheimnisse kenne, spiele. So, Moment. Ich muss irgendwie zu einer Treppe C. Wo ist denn das andere Ende von Treppe C? Das andere Ende von Treppe C ist, wenn ich von hier immer straight nach Süden gehe, vorausgesetzt, ich komme durch die Türen durch. Na, ach so, nee, geht ja gar nicht. Ja. Dann muss ich wohl... das ist, glaube ich, eine totale Sackgasse hier. Nee, ich könnte zu einem Durchgang E, wenn ich von hier nach links bombe, finde ich einen Durchgang E. Und der Durchgang E führt mich irgendwo anders hin. Naja, werden wir sehen. Klingt ja gar nicht kompliziert. Nee. Moment. Hm? Angeblich soll ich hier bomben können. Achso, nee. Ich müsste noch eine Etage nach Süden. Also von hier aus komme ich rein gar überhaupt nirgendwo hin. Und die Tür unten geht nicht? Nee, die geht nur von der anderen Seite auf. Ach so. Das ist also nur zum Verarschen. Das hat dieser Dungeon gerne, Türen, die nur in eine Seite, von einer Seite aufgehen. Mhm. Da geht man einmal durch eine falsche Tür und dann sagt dir das Spiel, jetzt darfst du wieder durch den halben Dungeon rennen, bevor du wieder zurückkommst. Ach, schön. Mhm. Das sind richtig sadistische Penner gewesen, die das Spiel programmiert haben. Ja, Shigeru Miyamoto, ich blicke in deine Richtung. Fünf Rubine, die brauche ich jetzt auch. Darauf kam es mir an, fünf Rubine. Mhm. Okay, da konnte ich nicht aufsprengen.
Wo bin ich überhaupt? Ich bin da. Okay, ich könnte hier prinzipiell nach links bomben, aber da bringt mir rein gar nichts. Tja. Nach Lost in Space kommt jetzt Lost in Skull. Tja. Kann ich hier bomben? Nö, brauche ich gar nicht erst versuchen. Oh, hier ist ein Durchgang. Das ist aber nicht zufällig unser Durchgang C, oder? Das ist Durchgang A. Okay. Den nehme ich nicht. Ich will einen Durchgang C haben. Wo ist der denn? Ah, in der Richtung gibt es einen Durchgang B. Gehen wir das Alphabet doch mal der Reihenfolge nach durch. Vielleicht hilft das ja. Ja. Vorbei an den Withropes. Hier gibt es hoffentlich wieder Licht. Hier war, glaube ich, eine Patra. Go to the next room. Damit hat er übrigens gemeint, dass ich zum roten Ring gehen soll, der einen Raum rechts von hier ist, der gar nicht auf der Karte verzeichnet ist. Ach so. Arschloch. Aber immerhin ist das ein Tipp, der so rein grammatikalisch halbwegs Sinn ergibt. Yeah, immerhin etwas. Ja, das hatten wir ja schon mal, dass einige der Tipps nicht wirklich Sinn ergeben wegen der etwas fragwürdigen Übersetzung aus dem Japanischen ins Englische. Was sagt denn die Uhr? Oh, wir sind schon bei 22 Minuten. Okay, hier ist eine halbwegs friedliche Stelle. Ich mache noch eben die Gegner tot und dann beenden wir hier die Folge. Mach das. So, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und falls, ja, Daumen hoch teilen, abonnieren, kommentieren. Und wenn nicht, dann gebt dem Video einen Daumen nach unten. Okay. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao, ciao.